Was haben eigentlich Nudeln und die NSA gemeinsam? Darüber reden wir heute in der ISA-Runde. Die ISA-Runde. Der Web-TV-Talk aus dem Herzen Münchens. Aus dem Herzen Münchens. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal euer Essen fotografiert habt, so mit dem Handy draufgehalten, wenn da gerade frisch zubereitet was vor euch liegt. Da gibt es so Trends wie Foodspotting, habt ihr aber sicherlich auch schon gesehen bei Instagram und Facebook. Und der Benedikt hat sich mal die Mühe gemacht und ein paar dieser Essensfotos analysiert. Was steckt denn da drin? Genau, also zum einen, klar, man kennt das, ich fotografiere auch sehr gerne mein Essen, aber mich hat besonders interessiert die Hashtags, die dabei vergeben werden. Das heißt also, wenn ich irgendwie ein Foto eines Croissants oder sowas auf Instagram poste, dann kann ich ja hinten irgendwelche Hashtags vergeben, die dann sagen irgendwie Breakfast, Croissant, sonst was. Und ich habe das mal quasi automatisiert abgerufen. Man hat eben bei Instagram auch eine sehr schöne API, die man anzapfen kann. Und also die Programmierschnittstelle. Genau. Und habe dort quasi Pasta-Bilder gesammelt. Einfach mal so ein paar Tausende von Bildern weltweit, Menschen, die irgendein Bild gepostet haben und das mit Pasta verteckt haben. Jetzt könnte man meinen, du hast ein bisschen zu viel Zeit. Du hast es aber unter einem wissenschaftlichen Aspekt gemacht und wolltest ein bisschen das Thema Big Data analysieren, also wie man sich diesen riesengroßen Datenströmen nähert. Was genau kommt raus, wenn man Nudeln analysiert? Genau, also das Schöne ist im Prinzip, Big Data klingt ja immer so, als wäre das nur mit riesengroßen Daten und dann fängt irgendwann praktisch eine neue Art des Umgangs an, aber tatsächlich kann man das auch mit sehr kleinen Datensätzen einfach exemplarisch zeigen. Und das war eben dieses Pasta-Beispiel, weil was man dann erkennt ist, dass bestimmte Begriffe sehr häufig in Kombination mit anderen Begriffen verwendet werden. Das können wir auch mal als Bild sehen. Das können wir als Bild mal sehen. Ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar, was man hier sieht, ist ein Netzwerk, das sich dann entfaltet. Das heißt also, dass bestimmte Begriffe wie zum Beispiel Yummy und Brokkoli sehr häufig zusammen verwendet werden. Also Brokkoli ist sehr oft dann auch etwas, was als lecker empfunden wird. Oder dass dann eben die USA mit Brokkoli auch verbunden sind. Also, und daraus hat man dann eben, da bilden sich dann mit den geeigneten Netzwerkanalyse-Algorithmen, bilden sich dann Cluster von bestimmten Begriffen, die zusammenpassen. Also man hat dann so die Mittagsnudel, die dann halt eher trocken beim Italiener genossen wird, mit Parmesan, Tomaten, das sind dann so die Begriffe, die damit verbunden sind. Während man dann vielleicht abends oder ein anderes Cluster hat, das ist dann so, sind die asiatischen Nudelgerichte, die dann eher suppenähnlich sind, mit Koriander, mit Zitronengras, aber das passt, also Zitronengras und Parmesan zum Beispiel sind nicht verbunden, weil das ist halt schon sehr abgefahren. Aber was man eben hier sieht, ist wirklich, also welche Begriffe, welche Themen sind bei den Menschen oder sind in den Vorstellungen der Menschen eng miteinander verbunden, und das lässt sich natürlich auf alles andere auch übertragen. Wie sieht das denn eigentlich aus? Ich meine, du wertest ja wahrscheinlich, das sind die Metadaten, richtig? Wenn du das jetzt alles auswertest, kommst du dann auf eigentlich nicht auf den breitesten gemeinsamen Nenner? Ist das nicht einfach, du suchst bei Big Data den Durchschnitt, oder in welche Richtung muss ich mir das vorstellen? Nee, eigentlich nicht. Also zum einen würde ich eigentlich nicht so von Metadaten sprechen. Das ist so die Perspektive, wie Menschen denken. Also Menschen sagen, es gibt irgendwie so Daten, das ist dann vielleicht das Foto oder das ist dann der Tweet, und dann gibt es irgendwie Metadaten, die beschreiben die Daten nur. So als Computer oder als Algorithmus ist es völlig egal, was Daten sind, was Metadaten sind. Und in dem Fall ist einfach die Hashtags, das sind meine Daten, und die Verbindungen dazwischen, das ist einfach das, was ein Netzwerk ist, und also Meta braucht man da gar nicht. Ich glaube, es hängt ein bisschen darauf an, was man auch sich anschauen möchte. Also man kann ja zum Beispiel sagen, ich gehe mal bei Flickr ein schönes Bild suchen, ja, weil ich ein Bild von einer Katze brauche zum Beispiel. Ich kann aber auch zum Beispiel bei einer Plattform wie Flickr mal reingehen und sagen, ich würde gerne wissen, was ist denn eigentlich das meistgenutzte, die meistgenutzte Kamera, dann kann ich auf irgendeine Kamera drücken und dann sehe ich, ist die irgendwann in ihrer Nutzung gestiegen. Und dann sieht man zum Beispiel, dass die meistgenutzte Kamera mittlerweile das Handy ist, das Smartphone, eins von Apple. Und gleichzeitig kann man damit aber auch sich noch ganz andere Sachen anschauen. Du hast, glaube ich, mal eine Farbanalyse gemacht mit Flickr, oder? Genau, auch dazu habe ich etwas vorbereitet. Und zwar, das ist einfach eine Analyse, wo jeden Monat oder über mehrere Monate hinweg, mehrere Jahre hinweg, kann man eben auch sehr gut zeitversetzt machen, also man muss nicht so lange warten, jeweils 20.000 Bilder aus Flickr heruntergeladen habe, die in Deutschland aufgenommen wurden. Das heißt also, das kann irgendwie sein, drei Menschen sitzen in der ISA-Runde, es kann sein, der Viktualienmarkt am Morgen, das kann alles Mögliche sein. Und habe mir aber dann nur die Farbwerte angeschaut, also welche Farbe haben die Pixel in diesen Fotos. Also hier wirklich an den Daten ganz nah dran.
Habe dann jeweils den Durchschnitt der Durchschnitte gebildet und habe quasi für jeden Monat eine Farbverteilung, die man hier sieht. Und das Interessante ist, man meint hier schon Muster zu erkennen. Also irgendwie, es gibt so blaue Perioden, es gibt dann so eher so gelb-orange Perioden. Und was besonders spannend ist, diese Farbverteilung korreliert perfekt oder nahezu perfekt mit der Temperaturentwicklung in Deutschland. Das heißt also, je gelber ein Foto ist oder je mehr Grünanteile da drin sind, desto wärmer ist es zum Beispiel. Und obwohl die Fotos zufällig ausgewählt sind. Und das ist auch so ein Beispiel, wie man jetzt wirklich auf so Durchschnittswelten geht, aber man kann natürlich mit denselben Techniken auch extrem in den Longtail gehen, also in Bereiche, in denen sehr, sehr kleine Themen besprochen werden oder analysierbar werden. Also bei den Pasta-Netzwerken kann ich dann wirklich tatsächlich mir anschauen, Leute, die dann doch Parmesan und Zitronengras kombinieren und bin da in einer wirklich sehr, sehr abgefahrenen Kreativ-Community oder sowas. Jetzt habe ich am Anfang so ein bisschen gesagt, was hat die Nudel mit der NSA gemeinsam und habe ja so ein bisschen auch, du hast gerade den Begriff Metadaten genannt, den wir in den letzten Monaten ja auch gehört haben, dass da gar nicht mitgelesen wird, was wir da so eigentlich richtig schreiben, sondern dass das eigentlich gefährlich ja diese Metadaten sind, also diese Zusammenhänge. Kommt dir da so eine Synapse, die da oben im Hirn rumhüpft, sagst du, okay, Nudeln und Farben und wer hängt mit was zusammen, wo du sofort in diesen Bereich kommst? Och, ich persönlich jetzt nicht zwingend, aber ich verstehe, dass viele Leute einfach ein bisschen Bammel haben, was mit ihren Daten passiert. Das kommt ja natürlich auch drauf, ob du jetzt zum Beispiel eine große Marktforschung machst oder eine Marktanalyse. Für so etwas ist es natürlich relativ relevant oder sehr relevant. Wenn du jetzt in Richtung NSA und Kommunikationsdaten auswerten gehst, ist es natürlich immer eine andere Geschichte. Also da glaube ich, kommt es ganz drauf an, welche Methodik, Daten. Oder? Es wird im Endeffekt wird es eine ähnliche Methodik sein. Ja, natürlich. Du versuchst Beziehungsnetzwerke aufzubauen, also zu schauen, Nudel und Terrorist, wie hängt das zusammen? Ja. Du kannst vielleicht ein bisschen genauer noch erklären, mit welcher Software, mit was wertet man sowas aus? Also du hast da so zwei Tools, glaube ich, hast du mir erzählt? Ja, es sind so mehrere. Also ich meine, so mittlerweile Standard in dem Bereich sind so, also wenn es um die Programmierung, Datenabruf, Datenverarbeitung geht, also einmal Python als Programmiersprache, wo auch die US-Armee einer der großen praktisch Sponsoren ist, die das irgendwie sehr viel Geld drüber geschossen hat. Ja, natürlich, weil die sehr viel auch damit rechnen. R als statistische Analysesprache ist auch also komplett in dem Markt fast schon Monopolist, aber eben Open Source Monopol quasi. Und dann für die Datenvisualisierung in so Sachen wie Gephi oder eben diverse Python und R Pakete. Und das ist tatsächlich, also das ist eine ganz ähnliche Softwarebasis, wie sie eben auch von Geheimdiensten verwendet werden. Und die Methoden, und das ist das Interessante, also es geht ja letztlich immer darum, irgendwelche Muster zu erkennen, Zusammenhänge erkennen. Das ist natürlich so, wenn ich irgendwie merke, dass bestimmte Nudel-Hashtags zusammenhängen, wenn ich dahinter quasi Menschen habe in so einer Geheimdienstlogik oder irgendwie Zielpersonen und stelle dann fest, wenn eben Menschen bestimmte Konstellationen von Freunden haben, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das irgendwie jemand ist mit einem terroristischen Hintergrund, dann ist das natürlich... Oder mit dem und dem Hintergrund. Ja, genau, dann ist das natürlich genau so eine Methode, wie man quasi Profile erstellt. Also das ganze Profiling funktioniert im Prinzip nach so einer Logik. Also letztlich die Tools, klar, man kann da schöne Bilder anschauen, wenn wir sagen, gut, das ist harmlos und macht Spaß, aber mit denselben Tools kann man natürlich auch ganz andere Sachen machen. Du kannst aber auch Krebszellen rausforschen oder genau. In der Krebsforschung, genau, also es ist ein Tool per se und das ist ja nicht positiv oder negativ. Genau, aber wir sammeln mal diese Tools und auch die Links, du hast ein paar Blogposts dazu veröffentlicht und die schreiben wir mal hier in die Kommentare, beziehungsweise unter dieses Video und bei uns auf dieisarunde.de. Habt ihr noch ein paar schöne Beispiele von Data-Visualisierung oder vielleicht von anderen lustigen Nudelbeispielen und anderen Gerichten, dann schreibt uns das gerne in den Kommentaren. Danke!